Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Impetum, einem netten Psycho-Horror-Game. Ich spekuliere zumindest mal darauf, dass es nett ist. Merke ich, habe ich den Ton reguliert, aber doch, ja, ist okay, ja. Genau, was mir beim letzten Mal einfiel, ich habe hier jetzt mal den Titelsong von The Scourge als extra Soundtrack hochgeladen und merke auch hier gerade wieder, es klingt ganz nett. Vielleicht mache ich das in Zukunft mal so, wenn mir ein netter Titelsong auffällt, dann werde ich jetzt nicht alle damit belästigen, die es vielleicht gar nicht hören wollen, sondern lage das einfach mal in einem separaten Video aus. Und ihr gebt mir mal Rückmeldung, ob das für euch so funktioniert oder nicht. Hiermit werde ich es tatsächlich, glaube ich, nicht machen. Überlege ich mir noch. So aufregend ist es eigentlich nicht. Aber dann habe ich ein gutes Gefühl, gute Melodie nicht zu überquatschen und ihr könnt sie trotzdem hören. So, nun widmen wir uns aber mal dem Spiel. Impetum. New Game. Los geht's. I'm on my way home. I'll be there in a couple hours. How are you doing with our little boy? Everything okay? I've missed you both so much. I'm looking forward to seeing you. Okay, Archivaufnahmen und eine KI, die spricht. Trotzdem schön. Erstmal eine schöne Einstimmung. Okay, Bilder wie dies deuten an, dass ein Objekt vor dir ist, mit dem du interagieren kannst. Okay. Haben wir geschnallt? Okay. Gut, wir sind also aus Geschäftsreise gewesen, vermissen unsere Familie und freuen uns auf sie nach unserer jetzigen Rückkehr. Kann ich auch schneller gehen? Nein. Aber hier haben wir offenbar ein Problem voranzukommen, würde ich jetzt mal vermuten. Road closed. Ja, dann macht sie bitte wieder auf. Kann doch nicht so schwer sein. Bisschen Tearing oder ein bisschen mehr. Achso, da ist ein Postkasten. Wahrscheinlich ist da unser Haus. Bin nur zu weit gegangen, aber dann wissen wir ja Bescheid. Selbst wenn wir weitergehen wollten, geht das nicht. Und das sieht doch sehr nach Audi aus, ne? Nur halt ohne die markanten Ringe, damit es hier auch keine Probleme gibt. Okay, wir haben keinen Schlüssel dabei. Haben aber wohl einen im Hinterhof deponiert. Interessiert uns nicht, oder? Wir hätten vielleicht noch die Gartenpforte schließen müssen, damit es uns auch wirklich nicht interessiert. Aber das ist hier ein öffentlicher Weg, ne? Ja, da wird doch nicht solche... Nee, oder? Okay. Ja, er ist weitergefahren. Kann das nicht richtig zuordnen? Ist das hier Gemeinfläche oder ist das alles mein Grundstück? Schicker Grill. Allgemein, es sieht ganz nett aus, ne? Sehr stimmungsvoll, sehr ansprechend. So, wo habe ich ihn denn? Ewig was? Darling, we've been invited to a birthday party. Don't miss, we'll be back soon. Please buy something to take home if it's not too late. Pasta. Tea. Coffee. Okay, also meine Familie ist auf eine Geburtstagsparty eingeladen und nicht hier. Und ich wurde gebeten, noch schnell einzukaufen. Nudeln, Tee und Kaffee. Komme ich jetzt hier wieder raus? So. Ich will ins Haus. Was? Ah, na gut. Können wir halt einkaufen, von mir aus. Und dann hat der hier echt ganz dekadent nicht nur einen schön gepflasterten Weg, sondern sogar Straßenlaternen. Ja gut, nicht wirklich, sind relativ kurz, ne? Aber es wirkt schon opulent. Gut, dann steigen wir mal ins Auto, gehen einkaufen.
Was denn genau? Den Schlüssel, ne? Aber ist doch egal. Autoschlüssel wird er wohl noch haben. Wir sind ja auch irgendwie hierher gekommen. Ja, na gut. Gehen wir nochmal nach dem Schlüssel suchen. Er muss echt kaputt sein von der Arbeit, so langsam wie er geht. Und ich hätte jetzt angenommen, er hat es vielleicht irgendwie in einem Blumenkübel oder unter einem Stein versteckt. Da hatte ich mich jetzt auch ein bisschen von abbringen lassen. Können wir uns ducken? Oh, alter Sack-Syndrom. Sobald er in die Knie geht oder hochkommt. Oh mein Gott, mein Rücken, meine Knie, mein einfach alles. Ich möchte nur noch sterben. Und wie sowas. Ganz ehrlich, ich tendiere auch schon dazu. Ich muss es aktiv unterdrücken, damit es nicht passiert. Okay. Jetzt, wo ist jetzt mein Schlüssel? Tja, er ist da. Hier ist doch nichts, oder? Hier am Baum, hinterm Baum? Da komme ich nicht ran. Habe ich ein Inventar endlich? Nee. So. Werkzeugkiste habe ich da nicht schon nachgeschaut. Oh, okay. Somebody got my tools. But why? Ja, also lass mich raten. Jemand wollte einbrechen, dachte, wie mache ich das? Wühlt in meinen Werkzeugen, findet den Schlüssel und denkt sich, ach ja, nimm mal doch den Schlüssel. Das wäre jetzt so das Szenario, auf das ich spekulieren würde. Ich habe noch ein Äuglein. Moment. Nee, das ist nur eine Reflexion, okay. Vielleicht noch irgendwas machen, irgendwie den noch gucken oder so? Nee. Ha. Gut, also ich finde, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Jetzt wieder sagt er, I think I missed something. Moment, ich könnte ja mal, auch wenn die Hinweise anderslautend waren, hier schauen. Ich kann mich hier hinsetzen. Gut, warum nicht? Oh. Okay, rekapitulieren. Wir wollen ins Haus denken, bist kein Schlüssel. Gehen auf den Hinterhof, bekommen Einkaufszettel. Gehen nach vorne, denken, wir haben irgendwas vergessen. Durchwühlen unseren Werkzeugkasten, setzen uns auf die Veranda und sehen dann zwei fremde Menschen. Also, Syntax? Fraglich. Ich hoffe, es wird noch besser. Aber es sah sehr vielversprechend aus. Sind wir einfach mal optimistisch. Sind sie wieder weg? Ach. Vielleicht vermisst er auch einfach nur seine Familie. Aber er ist ein so harter Hund, dass er das vor sich nicht zugestehen kann und nicht in Worte fassen. Apropos, wo sollte ich überhaupt hinfahren, wenn ich wollte? Sind ja beide Seiten abgesperrt. Ach mein Gott. Oh, schaut mal, ich habe was im Grill gefunden. Hier war der Schlüssel. Ja, warum nimmt er ihn jetzt nicht? Ah, okay. Wir haben den Schlüssel. Ein Traum. Ja, kriegt's. Ich mag ja Vögel und insbesondere Krähen und Raben. Das sind, glaube ich, sehr intelligente Tiere.
hatte mal in so einer Gegend gewohnt, die war jetzt, würde man wohl zu sozialem Brennpunkt heute zählen. Da waren die sehr zahlreich um die Mülleimer und waren mitunter echt beleidigt, wenn man da mal ran wollte, um was wegzuwerfen. Okay. Die waren irgendwie putzig. Jetzt wohne ich ja ländlich, da sehe ich häufiger mal welche auf dem Feld. Ich soll dem Elektriker Bescheid geben, dass er die Blockade entfernt. Okay. Da muss ich voranrufen, oder? Ich weiß auch nicht, worauf das hier hinaus. Ich bin so ein bisschen verwirrt, was der Entwickler hier mit uns vorhat. Wo soll ich denn jetzt einen Elektriker herkriegen? Ach, da steht einer. Vielleicht redet er mit mir. Alright, I'll clear the road. Dankeschön, so einfach geht das. Habt ihr das schon mal probiert? Ich probiere das gleich morgen, wenn ich zu irgendeiner Absperrung komme. Dann spreche ich irgendeinen Random Guy an, ob er die nicht wegnehmen kann. Und dann geht's rund. Okay. Ist auch eher so ein Tante-Emma-Laden. Oder Onkel Emma. Ja, es ist Onkel Emma. Hi, Onkel Emma. Ich brauche Tee, Kaffee und Nudeln. Nein, ich bin kein Single. Das hat meine Frau mir wirklich aufgeschrieben. Und wo ich schon hier bin, hätte ich auch gerne Butter aus dem Gefrierfach. Und Eis. Und die Dosen, die so richtig schön im Dreck gewälzt wurden. Das ist eine feine Sache. Und macht auch Sinn, so die Maiskolben einfach ins Regal zu schmeißen. Und die Wege mit Kartons, Kisten und Einkaufswagen abzusperren. Du musst deine Kunden echt lieb haben. Ist das dein Scheiß Ernst? Oh, fix your Quench. Kennt noch jemand Quench? Es ist auch knapp an mir vorbei, aber ich habe einen deutlich älteren Bruder. Der konnte mich mit so einem Zeugs immer versorgen und anfixen. Okay. No shirt, no shoes, no service. Everything must go now. Muss ich denn vielleicht den Kreppel erstmal finden, den ich will? Das ist Seesalz. Das sieht nach Mehl aus. Cola-Dosen. Das ist doch hier. Was ist das hier schon wieder? Ich würde am liebsten wieder gehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass der mir was verkaufen will. Wer ist der Typ? Okay. Muss ich vielleicht durchkriechen? Ja, wahrhaftig. Okay. Hier ist Kaffee. Okay. Das ist doch nicht sein Ernst. Wo ist er hin? Okay. Gut, ich habe Kaffee gefunden. Ich bräuchte noch Tee und Nudeln. Bevor ich wieder zurückkrieche. Da. Ja, sehr schön. Greifen wir uns ein Stück rohes Fleisch raus. Oh mein Gott. Was ist das hier? Oh. What the fuck? Tja. Mit dem Laden. Das zahlt die Krankenversicherung, wenn du dich hier verletzt. Okay. Okay. Das war jetzt uncool. What the hell was that? What's going on with my head? Ich weiß auch nicht. Ja, was sollen wir jetzt tun? Einfach stumpf weiter einkaufen? Oh, lecker Donut. Sind im Angebot. Verkaufsmann. Sind hier die... Das sind... Was sind das? Kartoffelchips, okay? Das ist... Bier... Pasta. Oh ja, siehst, wir kaufen einfach weiter ein.
Der Verkäufer lag mit blutiger Wunde in der Brust auf dem Boden und wir wurden niedergeschlagen. Summer! Okay. Das Spiel ist echt bizarr, oder? Okay. Ich habe noch keinen Tee. Ich bräuchte noch Tee. Wo habt ihr Tee? Cornflakes. Die Juten. Was, dann war das andere wohl Tee und das hier zwar Kaffee. Tja, da der Kassierer weg ist, ist das wohl Fünf-Finger-Discount, ne? Ich habe schon das Bedürfnis, einfach wieder zu gehen. Aber so soll es nicht sein. Ein Tune-Up-Special, fein. Und die Marmelade sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht aus wie Himbeermarmeladen mit diesen kleinen Kernchen noch drin. Ja, gut. Hey, I'd like to pay for my purchases. Also, vom. I'll just leave the money. Okay, das ist eine Lösung, ja. Gehen wir jetzt mal. Okay, also ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt getrollt fühlen soll. Oh, da ist jemand. Gehe ich mal lieber in die Richtung. Ich hätte gern einen Ausgang. Ich weiß, ich bin anspruchsvoll. Ich suche einen Ausgang. Ist das ein Tattoo oder was ist da mit dir? Oh Junge! Wieder alles gut, okay. Allerdings. Danke. Welcome home. Dankeschön. Ah, noch ein Schlüssel. Elizabeth's keys. Dann hat sie wohl nicht vor, zurückzukommen. Ja. Okay, was haben wir hier? Next-Level-Einkäufe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Unblock your mind. Das klingt nach einem Kiffertagebuch. Einverstanden. Oh. Oh. What the fuck happened here? Oh, Elizabeth, das sieht nach etwas mehr als monatlichen Problemen aus. Hm. Oh, wir haben eine Katze. Oh, mit so einem netten Kanapee, das ist ja geil. Okay. Schön. Oh, das, ja, so lässt sich wohnen. Schön. Schön. So, also es war Kaffee, Tee, Pasta.
Ja, das muss man nicht kühlen. Ja, die haben sich gut gehen lassen. Und lassen sich weiter gut gehen. Jetzt, wo ich wiederkomme, gehen sie weg. Solange ich weg bin, haben sie hier eine gute Zeit. Oh, die Zeichen sind ziemlich eindeutig, Teuerster. Sollst du dich schon mal an den Gedanken gewöhnen, dass das alles jetzt deins ist? Ja. Achso, habe ich die Einkäufe schon weggeräumt? Im Grunde ja noch nicht, ne? Oh, da ist ein Zettel. Darling, I just wanted to let you know that my friend Martha is here to visit. I know you don't like her very much, so please be nice to her. She's only staying with us for a few days. Okay, ihre Freundin Martha ist jetzt bei uns für einige Tage, aber wir mögen sie nicht. Wir sollen bitte lieb sein. Oh no, it's Martha again. Martha gets Elizabeth into some kind of trouble every time. Oh, ein Troublemaker, okay. Hat sie zum Rauchen verführt? Sag mal, die Einkäufe habe ich immer noch bei mir, ne? Die sollen echt in die Kühlung? Na, mir doch egal. Achso, soll nicht. Es geht einfach nur. Ich habe es einfach nur getan, weil ich es kann. Ist ein seltsames Spiel, oder? Ich kann das noch nicht so richtig deuten, was da gerade passiert. Das sollte ich putzen. Hier war auch noch eine Treppe, ne? Nein. Hä? Nur ein Geschoss? Okay. Na gut. Habe ich denn hier was zum Putzen? Ja. Martha's Shirt. Ja. Sehr gut. Ah, okay. Achso. Es ist einfach nur erschreckend darüber, das Bad gereinigt zu haben. Ist so ein echtes Highlight. Oder eine Seltenheit. So, was soll ich jetzt machen? Was ist das hier überhaupt? Brandy. Ja, von mir aus. Okay. Was könnte ich denn jetzt vor? Meine Familie ist feiern. Ich hatte einen langen Tag bei der Arbeit. Bin offenbar Außendienst da, bin wieder zu Hause. Hm. Fressende, wichsende Daddler. Die vielleicht noch entsorgen? Nein. Duschen. Toilettengang. Toilettengang wäre doch jetzt was. Toilettengang und duschen. Ja, ganz hinreißend. War hier nicht mal eine Tür oder sowas? Wo ist die überhaupt hin? Ah, hier ist die Treppe. Sieh an. I haven't finished downstairs. Wieso? Was ist denn noch? Aber echt, hier ist keine Haustür mehr. Bin ich nicht von hier irgendwie mal hergekommen? Ist jetzt einfach ein Vorhang vor oder so? Ich muss doch die Groceries wegbringen. Aber wohin denn nur? Vielleicht auf den Tisch stellen. Soll es doch jemand anderes wegräumen. Geht aber auch nicht. Ah, hier. Ja, habe ich schön gemacht. Ja, das habe ich gemanagt. Was? Ich soll das Geld in den Safe packen. Hatte ich das gerade richtig gelesen? Bin auch mal fasziniert von dem Kühlschrank. Wunderbar. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich hoch. Jetzt habe ich hier everything finished. Mhm. Brav eingekauft, weggeräumt, das Bad geputzt. Ist doch gar nicht so schlecht für einen Abend.
Was denn? Das ist eine Tür. Das ist nichts Besonderes. It's too early for me to go to bed. I have other things to do. Okay. Da ist der Safe. Ah, verklemmt. Ich muss mir mal räuspern. So, besser. Slebe der Mute-Button. The code lock from the safe. I can't remember the code. Nicht dein Ernst, oder? Better sit down and take a look around. Gut, wo soll ich mich hinsetzen? Hier? Okay, überlegen wir. 3. Sieben. Sieben. 3, 7. Das ist keine Zahl. Aber das ist eine 3. 7. Soll das eine Zahl sein? So eine 4, eine angedeutete? Hm. Hm. 9. Okay. 4, 7, 9. Ne, 3, 7, 9. Okay. So, wie soll ich den denn jetzt benutzen? Ah. 3, 7, 9. Gut. Jetzt? Wie geht er auf? Wo geht er auf? Hier vielleicht? Irgendwas? Nee. Ah, hier. Ja, ich habe den Safe geöffnet. Ich bin so stolz auf mich. Machen wir mal wieder. Musik. Martha must have put it on. Yeah. I'll have to check it out. It's too early for me to go to bed. I have other things to do. Wie ist die reingekommen in die Schüssel? Naja, es gibt ja auch keine Tür. Oder was soll's? Martha, bist du im Bad? Martha? Martha, machst du gerade Pipi? Irgendwie, hier fehlen die Stühle auf einmal. Warum sind die... Ah, das ist Martha. Martha! Ich bin zu Hause. Martha, what are you doing? Was ist das Telefon? You have one message. Ja. Wo? Wo? Und wo ist Martha? Martha, Hase. Hase! Es kam Lärm aus dem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist oben. Martha? Ja, warum? Martha ist doch die ungeliebte Freundin. Oder? Gehen wir mal dem Flacker nach, würde ich sagen. Hm. Wo flackert's denn? Hier flackert's. Es wird irgendwie immer dunkler in diesem Haus.
Habe ich hier vielleicht was übersehen? Die war bestimmt sauer, dass es nur so wenig zum Wühlen gab. Okay. Wenn er das sagt. Ja, okay. Tür zu. Haben wir fein gemacht, oder? Hat er das gesagt, als ich gerade da durch wollte? Hier hinter ist das Kinderzimmer. Na gut, für den Anfang ist okay, aber spätestens als Teenie würde ich mich auch bedanken. So ein kleines, ja, immerhin mit fensterlosen Loch. Neben dem elterlichen Schlafzimmer, na ganz geil. Komisches Spielzeug für ein Kleinkind. Was ist das für ein Bild? Man sieht kaum was. Das sind Spielzeuge aus, also die haben auch Anwendung gefunden in What Happened with Edith Finch. Ich glaube, so hieß es, ne? Ist vielleicht auch so ein bisschen als Hommage gedacht, weil es da liegt. Wir wissen ja, was mit dem Baby dort passiert ist. Ja, wollen wir runter? Vielleicht hier nochmal checken? I don't need the attic yet. Okay. Suitcase? That's odd. Okay, das sollte ich auch noch registrieren, dass die Koffer hier noch stehen. Das sind entweder die von Martha oder die wollten gerade mit mehr Gepäck weg, meine Familie. Soll mir vielleicht noch irgendwas auffallen? Ich bin so merkbefreit, das ist kein gutes Konzept für mich. Ha, okay. He's playing monsters again. I'll have to talk to him. Oh, and this toy bus is the first time I've seen it. Okay. What? Hat die eine Waffe in der Hand? Können wir mal aufstehen und das abklären? Oh, okay. Fairer Tausch. Also sollte ich jetzt noch hier was? Nee. Okay. Es war ein Messer, okay. Das ist eine gute Frage. Zum Beispiel du, meine Mizikatsi. Oh. Was geht ab? Wirkt etwas unentspannt. Aber ich habe ein Messer. Ha. Endlich sind hier mal die Rollen richtig verteilt. Sounds like a teapot. Ah. Hört sich etwas merkwürdig. Mit etwas meine ich sehr. Okay. Das nimmt sich nicht so gut aus. Aber hatte Martha nicht blondes Haar und die Frau, die da stand, rotes? Ja, das ist Martha.
Was war das? What the hell was that? Ja. I'm getting worse. It's better to go to bed. Ja, gute Idee. Ab ins Bett. Wir werden verfolgt von Dämonen und eine Frau, die wir nicht leiden können, geistert hier umher. Die beste Maßnahme ist, sich schlafen zu legen. Absolut. Ah, mit einem Messer unterm Kissen. So, warum legst du dich nicht schlafen? Gut. Das ist ein Problem. Hi, Martha. Können wir das hier beenden? Hi. Ich finde dich gar nicht so doof. Hast du... Das Messer habe ich ja wohl hoffentlich noch ich. Sie ist weg. Das ist gut. Ach, ist das ein entspannter Schlaf. So schön. Da bist du ja wieder. Und was machen wir jetzt daraus? Ja, es war ein Traum. Bestimmt. Okay. Warum ist es hier dunkel? Fuck. The electricity's out. Backup battery turned on. But the battery charge won't last long. Dann machen wir jetzt was genau? Ah, der geht jetzt auf. Ist hier ein Schlüssel drin? Nee. Aber vielleicht ist es der Schlüssel, der unten liegt. Den Catherine, oder wie heißt sie? Elizabeth. Elizabeth? Warum geht die nicht auf? Okay, wir haben ein Problem. Geht auch nicht auf. Keine Ahnung, ich kann nichts erkennen. Oh Mann, okay. Hier vielleicht? Oh, wir sitzen da. Was machst du da? Vergiss es.
Okay, haben wir eigentlich das Messer noch? Sonst nehmen wir den Cutter. Besser als nichts. Ja, gut. Das klang seltsam. Warum ist hier ein Basteltisch? Sons drawings. What did he mean by that? Und wollen wir das wissen? Also, bin ich hier der böse Vater und was? Warum halt ein Messer? Ich bin bei der Electricity Box. Das wird alles gut. Ach, das noch. Okay, Werkzeug war im Garten. Müssen wir jetzt in den Garten? Oder nicht, dass hier irgendwas direkt daneben liegt? Nee, na gut. So hier noch nicht. Aber hier haben wir was verbraucht. Sehr schön. Da entsteht aber auch schon wieder jemand. Diesmal ist es wieder... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die Doofe. Martha. Martha. Solch ein schöner Name. So, und was machen wir jetzt? Ah. Einmal alles hoch, ne? Na toll. I'll check out what's on the first floor. In Ordnung. Also wieder runter. Obwohl, hier ist First Floor Erdgeschoss, ne? Gut. Ich mag das nicht. Das ist nicht okay. Was ist da passiert? Ja, okay, runter. Ist das hier auch so eine Schuld- und Sühne-Geschichte? Habe ich jemanden umgebracht? Am Ende Elizabeth mit jemand anderem? Fuck. What a mess. Who did this? Total egal. Wir wollen einfach raus, würde ich sagen. Oh shit. Na gut, jetzt will ich es auch wissen. Die Tür ist sogar ausgehängt. Wird ja richtig randaliert. Okay, Telefon kann ich auch abhaken. Hier stand ja der Schrank. Dahinter ist eine Tür. Abgefahren. Der Schrank, der jetzt den Flur blockiert, der stand hier mal. Gold? 4 Kilo Gold? Okay. Ich bin wieder gut gestimmt. Perfekt. Nehmen wir mit. Alles gut. Damit kann ich mir auch neue Nerven kaufen. Das passt schon. Okay. Oh mein Gott. Katze, lass das.
war doch schon ein Supermarkt, ne? Hi, Susa, what happened to this patient? I heard it's an extremely severe case. Yes, Ethan, he's been incredibly unlucky. He came back from a business trip and walked into a nightmare. It turns out that burglars had been watching his family for a while. They staged a power outage, pretended to be a repair crew, and broke into the house in the middle of the night. My God, so did his whole family get hurt? Sadly, yes. His wife and son, they didn't make it. Ach, du Scheiße. The burglar showed no mercy. He himself suffered a severe head injury. They must have tried to kill him, but somehow he survived. That's incredible. How is he now? We managed to stabilize him, but the injury is serious. Multiple skull fractures and brain swelling. He's already had several surgeries. For now, he's in critical but stable condition. Despite these terrible injuries, the monitors are still picking up brain activity. I can't even imagine what must be going on in his mind right now. Ja, sei froh. Okay, also die Straße wurde abgesperrt von Banditen. Die hat die Familie beobachtet und haben alle abgeschlachtet. Ihn auch beinahe, er lebt allerdings noch. Was sie erlebt haben, sind seine Erinnerungen in seinem vegetativen Zustand. Oh, bitter. Die Frage ist, ob man dann überhaupt noch so leben will. Man stelle sich das noch vor, um Himmels Willen. Okay, das war Impetum. Es ging langsam los, es wurde aber echt drastisch. Und teilweise habe ich mich wirklich veralbert gefühlt. Das war ja alles sehr schräg, aber das erklärt es jetzt, ja. Das sind ja seine frakturierten Gedanken, die teilweise einfach keinen Sinn ergeben und da ineinander verschränkt waren. Übel. Okay. Ja, damit haben wir Impetum abgeschlossen. Machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.